putzig. Der ist wirklich putzig, guck sie dir an. Ah, oh mein Gott, sehr viel Lebens. Ja, Captain, ja, dieser Pisser war die ganze Zeit hier, oder? Lol, guck mal, mein Bart glitzert. Na gut, da kann er sich aber auch was drauf einbilden. Ich kann nicht. Töte einfach den. Töte den einfach. Ja, ich auch. Töte den doch. In der Jaha. Busch. Also Zitrone kann ich nur mit der ganz einfachen Zitrone. Ich auch. Kein Problem, ich komme mit dem Elektro-Ding und dann gucken wir mal. Sombrero möchte ich. Ich möchte Sombrero. Die Augenbinde. Und dann möchte ich. Was möchte ich denn dann haben? Ich weiß es nicht. Wo war denn das Augengebüsch? Oh mein Gott, ist das geil. Ja, doch, sieht gut aus. Die Kampfharmonika hätte ich gern dazu, ja. Kampfharmonika, geil. Ja, definitiv. Bei, vielleicht auch dieser Verstärker, sieht doch. Doch, und dann kein Hut, einfach nur damit diese Augenbrauen. Wobei, sah mit dem Sombrero zusammen schon gut aus, aber gucke ich mal gleich nochmal an. Du bist ja sowieso unschlagbar. Wie geil sieht das denn aus? Hallo, ich habe Gebüsch-Augenbrauen. Ja, das trifft ganz gut. Ich besteige dich. Okay. So, das ich Formular ausgefüllt. Ist ein bisschen rutschig. Ich habe mein Formular natürlich ausgefüllt. Du siehst aus wie Dr. Freeze. Hi. Hi. Und wenn ich mich zusammenrolle, dann sieht das auch nochmal richtig fancy aus. Ich dachte mir schon, dass Drefion den fancy Hut aufsetzt. Warte mal, kann ich jetzt? Ich habe ja keinen anderen. Oh mein Gott, guck, das ist geil. Da komme ich auch Warte, noch. Geh auf meinen Kopf. Nein. Und dann sprichst du drüber. Waaah, Turmbau zu Babel! Oh, ich kann jetzt drauf. Alter, wie schief der ist! Oh. Guck mal, ich bin runtergefallen. Ja, nein, Mann! Oh, wunderschön. Wenn es ein bisschen seitlich gehen, das wuschelt so auf Treppenstufen. Verdammt. Wie auf Treppenstufen, ja? Okay, so? Reicht das? Ja, Moment. Ja? Oh, verdammt! Man kann eigentlich zwei hochspringen sogar. Ja. Ha! Oh, warte, und jetzt spring ich hoch und du springst einfach dazwischen. Oh mein Gott! Boah, fast! Ist das schön. So eine behinderte Runde wird das. Ah. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf in... Oh Gott, das aus dem Mickey Maus gerade eben. Ja. Und es ist ein Tor! Ein Tor! Viel zu enthusiastisch. Zepftech-Fabrik könnten wir mal machen. Und dann nehmen wir mal normal... Ich habe hier die Zäpfchen gemacht. Die Zäpfchen-Tech-Fabrik, ja. Machen wir Alles mal, klar. Gucken wir mal. Ingwer, bereit. 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 Und dann halt mal ausnahmsweise nicht kaputt, schwer. Bitte. Danke. Was ist normal, ja? Ja, ich hab's auf normal gestellt. Wir müssen es jetzt nicht übertreiben. Der Mais war ja, also als Mais haben wir ja, meine Güte, war das gut. Ist ja meisterhaft. Anpassung, Aussehen, Hüte. Das sieht gut aus. Ihr habt nichts Tolles zum Anziehen für den? Oh mein Gott, sieht gut aus. Ich bin schon ziemliche Macho-Orange. Das stimmt. Macho-Orange. Macho-Orange. Ja, das kann dir niemand sagen, der ist so sexy wie ich. Blub, 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 blub. Ich bin definitiv die beste hier Zitronen-Orange, die man je gesehen hatte. Lass uns die Zitronen-Orange. Arriba! Oh Gott, der lacht ja behindert. Hört euch das mal an hier. Das ist schön. Ich muss das viel lauter stellen. Optionen, Audio, Maximum. Wenn mir das eingesprochen hat, wäre das eingesprochen. Ey, lach mal wie eine Orange. Genau so. Oh Gott.
Komm, wir gehen zum Garten. Ich muss erstmal ein Audio wieder runterstellen. Das wäre Option. Gut, wie gut. Und ich habe Musik. Das ist schön. Mal es gucken, ist für alles wie lange. So, wie es sein muss. Okay, noch. Warte mal. Wir waren, glaube ich, noch nicht bei C, oder? Das kann sein. Ja, wir gehen mal dahin. Gucken wir mal. Wir rollen, Baby. Wir rollen. Ui. Ja, wir waren, oder? Doch, einmal waren wir, glaube ich, bei C. Aber ich weiß nicht, ob den habe ich mal alleine versucht. Das weiß ich noch. Ja. I have no memories of this place. Ich hab's nicht geschafft. Vielleicht als wir mal Dailies gemacht haben oder sowas. Das kann sein, ja. Ich bin nicht sicher, Jörn. Ich pflanze jetzt einfach. Mach mal. Ich setz wieder eine Heilblume. Du hast gepflanzt. Die ist nicht so Heilblume. Ich hab ja Orangenhaut. Drehfern, aber dafür sieht's ganz gut aus. Bisschen Training und dann ist das. No, dann geht das wieder. Richtig. Wenn nicht, meine Güte. Riecht wenigstens gut nach Orange. Ist doch so, oder? Ist das nicht so? Weil, ach, ist ja, ja, das ist das. Wie heißt deswegen genau. So, ne? Nicht wegen der Struktur, ja, ja. Sondern wegen dem Geruch. Aber die Orange ist doch auch von der Struktur her total hübsch. Ja, eben, hallo. Sehr farblich schön. Und ja, das war's auch schon. Okay, die kommen von da. Von innen drin irgendwie ein bisschen ekelig. Ja, von. Also. Ja. Das Weiße da. Hui! Okay, muss man treffen, das kann ich nicht gut. Was sind die jetzt? Alle schon tot. Ah, da sind hinten. Ziemlich viele tot, ja. Da hinten. Hallo. Komm, Maximum aufgeladen! Oh, das macht ja Damage! Da hinten! Oh, da hinten! Also, wir haben hier direkt an der Basis, also in dem Garten, auch so einen Teleporter, da kommen die auch mal random durch. Habe ich gerade gemerkt. Das ist nicht so cool. Gut zu wissen. Da sollten wir aufpassen. Hm, I see. Das ist jetzt hier Entsafter Only, oder was? Ja. Okay. Heute wird den Saftet. Oh, die sind ja hier direkt um die Ecke. Wieso hab ich das gemacht? Schön ist ja, wir haben halt echt ein Schild. Das ist super praktisch und echt angenehm. Halt, wieso hab ich das? Ich hab meinen Charakter verglitscht. Okay. Okay, alles gut, so. alles gut. Hoffe ich. Ja, jetzt hast du wieder entglitscht? Ja, alles gut. Dass du auch immer glitschen musst. Ja, nee, das mache ich gerade so ein bisschen. Woo! Aber glitschen macht Spaß. Ist halt nur ein bisschen schmutzig manchmal. Ich wollte diesen Knopf nicht drücken. Glitschig. Sehr schön. Läuft! Ja, also mit der Tür, ne? Also mit der Orange oder was das ja ist, finde ich das richtig gut. Du. Naja, aktuell ist echt gut. Wir strugglen nicht so sehr wie bei Rosi. Er hat ja auch viel mehr Lebenspunkte und ein Schild und ist schneller. Keine K.O.s, das kriegen wir hin, du. Ich hoffe doch, aber es ist Nahkampf, Spezialangriff. Ja, dann sollen die mal in Nahkampf kommen, du. Wir kriegen so schön eine Zuhälterstelle. Aber richtig. Oh, schön. Aus dem mache ich Backfisch. Diese dummen Sprüche immer von früher. Ach nee, hey, was ist denn noch mehr? Geh doch mal an. Was ist denn hier okay, Nahkampf und was nicht? Ich weiß auch nicht. Oh, hi. Im Endeffekt sind es doch ganz normale Zombies. Ich dachte, jetzt kommen auch wieder so Ninjas oder so. Ja, es ist Stufe normal, deswegen, weißt du? So, das kann natürlich sein. Ist natürlich wesentlich leichter als das, was wir vorher hatten. Das ist auch ganz gut so. Wo ist denn der letzte? Da ist er! Schleimpilz ein bisschen Spaß gehabt. Nein, hat immer Schleimpilz. Nee, der Trifions Pilzi in Ruhe gelassen. Trifions Pilzi. Mal gucken hier. Ja, den geht's allen noch gut. Das ist schön. Eieieiei. Oh, schon wieder nichts. Hi. Oh, Soldaten. Das sind eindeutig Soldaten! Nicht so cool, aber ich muss sagen, also Elektro-Zitrone finde ich echt, das auch immer Dingens. Ja, ja. Aber Hanni, das ist gar keine Zitrone. Nein, das ist eine Orange!
Das ist vegan! Ich will, dass er auf eine Zitrone ist. Bäm, voll daneben. Nicht gut. Alter, hör mal auf, mir in den Kopf zu beißen. Das finde ich nicht so gut. Perfekte Welle! Nice! Mann, das läuft schon. Also da, ja gut, es ist normal, aber das ist in Ordnung. Das ist, oh, ich finde das nicht so schlimm. Ich nehme mal wieder meine Ballform. Vergesst nicht, euch zu heilen. Ja, der Automat! Oh, jetzt kriegen wir bestimmt kein Geld. Geld, richtig Rambazamba. Nein, das ist kein Geld. Geld. Nein, das ist kein Geld. Geld. Jetzt soll ich Yeti kommen. Aber den müssen wir unbedingt töten, sonst spawnt er die ganze Zeit die neuen Leute. Jo, da unten ist er auch schon. Hier ist er, ja, bei mir. Alles klar, da komm ich mal runter zu dem zähen Typen und da hab ich voll den Flashback. Bäm, das macht ihm keinen Schaden. Kleine. Ich seh's. Das macht keinen Schaden, oder? Wenn man kann ihn durchchargen, das macht ihm aber keinen Damage. Voll aufgeladen. Au. Aua, mein Schuss, wenn ich treffe, würde ich der Mesh, aber ich muss voll aufgeladen sein. Macht das Area 75 Schaden. Auf den Boden. Nee, leider nicht. Aber ich mache ihn, wenn ich im Kopf treffe, 82 Schaden. Das dauert aber lange, bis es aufgeladen ist. Dafür treffe ich halt alles um ihn drumherum. Das ist gut. Halt aber momentan jetzt mal ein bisschen lieber auf ihn drauf. Oh mein Gott, wie soll er mit dem. Hast du auch die 1? Ja. Hab ich gleich. Jetzt kann ich mal werfen hier. Was ist das da? Das ist ziemlich nice. Und Drehfion rockt halt alles andere weg. So. Ey, ich hab da eben auch voll die. Ich hab. Hallo? Ah, und Drehfion und Wuschel. Ich. Mach's gut. Oh, da fällt er einfach um wie ein nasser Sack. Ein Kranich. Wie ein nasser Kranich. Alter, die sehen so hässlich aus. Das sind die Vögel. Ich habe letztens gesehen, da wollte ein Kranich durch den Zaun im Zoo ein Adler das Fleisch klauen. Und der Adler hat sich das angeguckt. Und beim zweiten Mal hat er dann den Schnabel, den langen, langen Schnabel des Kranichs, einfach mit seiner Klaue gekrallt und hat gezogen, sodass der Kranich mit dem Kopf an das Gitter ist. Das war großartig. Ja, Ponk, voll gut. Ja. Ponk, tot. Hui, Massenkill. So, Mr. Fettsack, sie. Ich gar keinen Schaden. Wenn man die Leute einfach verprügelt oder überrollt, das macht einfach keinen Schaden. Wenn man die richtig direkt frontal trifft, also ich habe gerade eben richtig schön so einen Massenabschuss deswegen gehabt. Oh, wie gut. Auf der rechten Seite. Sie. Es ist immer schön, wenn man auf die gegnerischen Soldaten sieht, wie sie vor Wände springen und nicht Wände hoch. Ja, ist wie man selber. Die machen den gleichen Scheiß wie ich auch! Was für eine dumme KI. Wow, alles gut. Puh! Einer ist noch. Ah. Ich geh da mal in den Garten. Ich glaub, der ist am Garten. So laut. Oh nein, nein. Ist aber tot. Alles gut. Hier, brauchst du noch jemand, wer die gebauten Köpfe? Ja, ich muss auch noch welche, aber das ist ja schnell. Das kannst du Gott sei Dank auch außerhalb dessen ganz gut erledigen. Na gut, dann baue ich hier trotzdem mal. Basteln sie. Hochspannung. Dann haben die wohl Blitze. Ja, das ist völlig Elektrozeug. Alter, geht's hier ab. Nicht so cool. Nee, das sind mega viele hier. Vor allem die Elektro-Ingis sind ja mega nervig. Wow. Ja. Wow. Ja, da hat er sich einen Arsch gehalten, als ich reingeschossen habe. Sah voll gut aus. Oh Gott, da spawnt da oben was. Oh yeah. Oh, Jemini. Wow, das Massenkill. Oh, ich glaube, ich hab's bald hinter mir hier. Oh. Okay, das tut aus. Ich mich heilen. Hm, was pflanze ich da? Oh, was? Was? Das war's? Mhm. Das war eine krasse Welle. Also normal ist für uns halt einfach nicht mehr. Das ist es halt einfach nicht mehr. Nee. Da können wir auch einfach Citrus Only spielen. Echt mal. Hui, heilen. Oh, so schnell.
Shiny! Wer möchte? Okay. Jo, mach du ruhig dafür an. Was sagen? Schnapp sie die Ringe. Ich habe sowieso meine Geschwindigkeit gerade. Wir fahren mal die richtigen Klassen, ne? Komm und schnapp sie. Okay, da kommen jetzt erstmal wieder die Ringe. Bei Vans vs. Zombies Garden Warfare! Okay, dann schießen wir ein bisschen mit drauf. Treffe nicht! Eigentlich müsste das Doppelschaden an den Eimer-Zombies machen. Oh, da direkt in der Nähe des Gartens ist, glaube ich, sieht zumindest da oben direkt dran aus, ne? Wow, ja, die sind direkt am Garten. Ja, schade, nein. Bäm, habe ich aber auch nicht erledigt. Gefeuert. Alter, ist alles drin, was man im Garten haben kann. Sind wir direkt dran gespawnt, finde ich jetzt nicht so gut von denen. Nee, das war wahrscheinlich dann der Teleporter. Hätten wir jetzt hier noch... Alter, die sind ja immer noch dabei. Ja, da kam eine ganze Welle bei raus, ne? Was? Wie unfair. Okay, was macht denn da gerade so scheiß Schaden, ey? Da hinten ist so ein. Aber wenigstens hast du einen Checkpoint. Das Checkpoint-Rennen abgeschlossen, wird dann sehr gut. Ja, das ist als Orangen auch nicht so schwer. Ja, das ja, hast du gut. Merken wir, wenn wir mit einer Orange im Team sind und wir haben dieses Checkpoint-Rennen dann, ne? Zum Schein. Oh crap, da ist ja noch einer. Oh, Gott sei Dank. Yeah. Dann pflanze ich mal wieder ein Blümchen. Hast du schon? Ja, wir haben Heilblume ist schon da. Dann mal hier eine Boxblume. Boxblume. Boxblume, Digga. Fuck, Choi, Mann. Mach dich voll rund, Junge. Oh, da kommst du über die Brücke. Oh, und no. Bam! Das Elektrizität ist lustig. Okay, ich muss schon sagen, ne, wenn man das richtig macht, dann ist natürlich das Anrollen doch ziemlich cool. Ja, sie macht halt Schaden, das macht aber irgendwie nur 50 Schaden. Oh, ja, aber halt bei allen. Ja, bei allen. Wenn du so richtig einmal durch die voll durchcharge, dann meine Güte. Oh, da hinten sind wieder welche gespawnt. Die Reichweite von der Zitrone ist halt einfach auch großartig. Die macht halt auch überall den gleichen Schaden. Du musst nicht näher ran oder sowas. Ja. Bam! Nice! Ah! Oh mein Gott! Sehr viele Imps! Sehr viele Imps! Sehr viele Imps! Ja. Mayday, ja, Captain, Mayday! Wir haben hier 3 Max auf der rechten Seite. 2 Max auf der rechten Seite. Einer ist hier gerade weiter weggelaufen. Immer auf den Imp da drin schießen. Ich glaube, das macht mehr Damage. Ja. Gib mir was! Jo, das lief aber gut. Jo. Guck mal. Haben wir hier irgendwo. Oh, wir haben kaum Pflanzen verloren hier draußen. Voll nice. Wir haben uns gut aufgeteilt, cool. Vor allen Dingen. Oh yeah, letzte Welle, Bitches. Was? Jetzt schon? Wie gut. Money, it's so funny, yeah, I know, rich man's fun. Wenn das so anfängt, dann kommt das schon gar nicht. Naja, das ist in Ordnung. Ist okay. Ich finde es halt schade, dass man währenddessen hier das Gartenkommando ist, dass dann quasi, naja, man gar nicht so die Zeit hat, sich die Level anzugucken. Ja, man kann ja auch ohne Gegner in das Gartenkommando gehen. Ja. Ja, aber trotzdem. Hätte sowieso mal überlegt. Patty ist ja auf dem Weg in den Garten. Na toll. Hätte immer überlegt, ob wir mal halt so ein paar Special-Folgen machen, in denen wir mal so ein bisschen die gezieltere Vorschau. Hallo, ich bin hierher geportet. Den Porter übrigens gefunden. Dass wir mal so halt Level ohne Gegner machen, also Friedhofskommando ohne Gegner und dann gegeneinander spielen und einfach richtig Taktik vorstellen und was man machen kann und die Klassen und so die Tutorial-mäßig. Aber dann müssten wir ja wissen, was wir tun. Naja, dann lernt man ja selber dabei. Das ist ja so eine schöne Sache. Okay. Zum Beispiel die Kati, die hat das ja auch noch nicht so oft gespielt und das wäre voll gut zum Üben. Und dann können wir selber mal so gucken, ne? Die muss sowieso mal mit uns hier aufnehmen. Echt, weil die muss mal Zeit haben, die Frau! Wo ist die denn? Und dann können wir das ja sowieso nur Multiplayer spielen, weil wir ja dann zu 5 sind. Und dann machen wir das dann halt so, dann mache ich halt so eine geschlossene auf und können da Freunde beitreten. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Und dann kann man mal die Klassen ganz im Detail zeigen, gegeneinander auch. Welcher Zombie hat gegen was einen Vorteil und bla. Ja. Ja, dieses Kloäuschen gibt aber auch nicht auf. Jetzt stopp halt. Nee.
Wow. Lol, voll weggeöbbelt. Irgendwer ist noch am... Ach, das Geholz sind alles klar. Okay, dann können wir uns jetzt schon... Cool. Noch heilen, dann geht's los. Oh, ja, gab verteidigt. Das Bagel? Ist gut. Mussten wir einen Bagel suchen? Ja, das ist halt so Debbys Problem mit dem Bagel. Also ja, da gesagt hat, dass er seine Unterhosen in der Mikrowelle trocknet, also alles gut. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich meinte, das, was? Nee, nicht trocknen, einfach kurz rein und dann anziehen, wenn man früh los muss. Das ist so gut, habe ich gehört. Kann man nicht einfach auch einen Backofen packen? Ja, gut, aber der Backofen, der zieht ja voll viel Strom. Das stimmt. Ja, auf Umluft geht das ja noch. Kannst du niedrig stellen. Aber die gleichmäßig erhitzt du so. Ich bin froh, dass ich wieder ein funktionierenden Backofen habe. Ja, das ätzend sowas. Hat nur er vorher rumgepackt? Ja, der war verbuggt. Warum ist Stefan, ich hab dir vorhin gesagt, dass ich immer lache. Das war gelogen. Verdammt. Es gibt Grenzen für uns alle. Es gibt Grenzen, die und die wurde jetzt überschritten. Die war gut. Vor allen Dingen, dass der mir noch nie eingefallen ist im Zusammenhang damit, dass es... Wir haben so oft über dein Backofenproblem geredet und dann... Ja. Ist das nicht hier jetzt schon wieder los? Backofenproblem. Ja. Oh, Gott sei Dank. Fertig. Hui. Hui. War wieder? Stopf. Das gibt jetzt einen richtig coolen Shake. Shake. Shake your booty. Shake your booty. Ohrwurm. Ne, das ist doch aber, hier, guck mal, das ist doch gar nicht so schlecht. Das ist voll nett. Dafür, dass das normal war, 12.000. Mhm. Meine Güte. Ja. Die übertreiben ja hier. Und auf schwer hatten wir 15.000 und ich glaube, wir hatten nochmal einen Bonus. Ja, das ist ja krass, also. Kann ich mal ein 15.000er Pack kaufen? Ja. Oh, wie süß. Ich habe eine. Pusteblumenkraut bekommen, um das dann im Multiplayer. Und Mr. Flauschig. Oh. Ich habe eine Kampfharmonika. Ja, die hatte ich auch. Ich habe den ersten Teil vom Eis-Zitronen-Dings da bekommen. Ja, nice. Oh, cool. Einen Schornsteinkopf für den Kaktus. Oh, das ist und ja. Buschfernglas. Oh, nice. Und ein Schotenbart. Chimney Pothead. Voll gut. Schotenbad. Ich habe Mr. Flauschig für die Zombies. Wir könnten jetzt ja vielleicht noch abschließend auf jeden Fall eine Runde Zombies und wenn wir dann noch ein bisschen mehr Bock haben auf Zombies, weiter Zombies, das sehen wir ja dann. Für Zombies. Da bin ich dabei. Ist gut. Zombies. Dann können wir ja mal hier so Helden-Zombie-Only-Runde machen. Ich habe den noch nie gespielt. Der er macht gut, erstaunlich Spaß. Ja. Okay. Okay.